Hallo, hier ist Satinka von der Sorcerer's Academy und einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich über Energieverlust reden. Wann passiert das und was macht es? Ja, wie passiert dann unser Leben? Wir kennen das alle. Du kommst irgendwo hin oder du hast eine Unterhaltung und du hast das Gefühl, du bist jetzt völlig leer, du bist völlig ausgebrannt. Und ja, du kommst dir so vor, als ob du noch gerade so unterm Teppich rumkrabbelst. Das Gefühl kennst du bestimmt. Diese Situationen entstehen immer, weil wir irgendwo ein Leck haben, ein Energieleck. Wie entsteht so ein Energieleck? Ein Energieleck entsteht, wenn wir da ein Thema haben, das wir nicht geklärt haben. Ja, wo zum Beispiel unsere Vergangenheit wieder in irgendeiner Weise aufploppt, meistens ja aus der Kindheit. Wenn wir diese Dinge nicht klären, kann das wirklich dramatische Folgen haben, bis Krankheit, bis Tod. Warum? Weil wir, und da komme ich dann mit Carlos Castaneda, Energie ansparen müssen, um wirklich frei zu sein. Daraus, aus diesen Energielecks, die entstehen, kommen eben auch Depressionen oder andere psychische Erkrankungen. Das dürfen wir uns ansehen. Also überall da, wo wir Energie verlieren, haben wir ein Leck. Ganz leicht kann man uns Energie stehlen durch Schuldzuweisungen. Schuldzuweisungen ist etwas, das ganz, ganz, ganz schnell geht. Und das tun wir und das wird uns auch im Gegenüber gespiegelt. Das heißt, alles, was du eben erlebst, wo du eben dein Leck hast, wird dir von außen gespielt. Du kannst also nicht sagen, der hat mir jetzt hier Schlimmes angetan, der hat mir jetzt hier irgendwelche Vorwürfe gemacht, der hier will, dass es mir schlecht geht und so weiter und so fort. Vergiss es. Streichen. Es hat mit dir zu tun. Du bist es, der das aussendet. Das heißt, du gibst unbewusst oder bewusst überall Schuldzuweisungen hin. Wenn du diese Schuldzuweisungen raussendest, werden sie zu dir zurückkommen. Wenn du Angriffsgedanken hast, werden sie zu dir zurückkommen. Wenn du selbst in einer Opferhaltung bist, wird dir dieses gespiegelt werden, sodass du dich weiter in diesem Opfer bewegst. Und irgendwann hast du das Gefühl, dass da plötzlich ein kleines Kind steht, anstatt ein erwachsener Mensch. Und du fühlst dich so leer, dass du dich kaum noch bewegen kannst. Hier ist es jetzt wichtig, und das ist natürlich die nächste Frage, die ihr wahrscheinlich stellt, was kann ich denn da jetzt machen? Wichtig ist, es zu sehen. Wichtig ist, es zu sehen. Wenn du in die Stille gehen kannst, ist das natürlich das beste Mittel, weil du dich dann von der Welt entfernst. Und die Welt ist ja eben das, was dir das Ganze beschert. Das heißt, dein Ego produziert diese Filme, dieses Theaterstück. Wenn du dich also daraus befreien willst, darfst du dich an dein wahres Wesen erinnern, das du bist. Und dann muss man ja schon fast lachen, ne? Und auch dieses Wesen ist eben nicht angreifbar. Du bist als wahres Wesen
nicht angreifbar, keine Schuldzuweisungen, keine Opferhaltung, kein Kleinmachen, nichts. Ist unmöglich. Ne? Das dürfen wir auch klar sehen. Dein wahres Wesen ist nicht angreifbar. Gott ist nicht angreifbar. Das wäre ein Ding. Das ist wichtig zu verstehen. Ganz wichtig. Jetzt geht es darum, wenn du jetzt schon mal Energie verloren hast, vielleicht auch mächtig viel, so dass du vielleicht immer wieder krank wirst, dass du dich immer wieder schlecht fühlst, du überall nur noch Probleme hast, wird es Zeit, diese Energie zurückzuholen. Das Theaterspiel ist beendet. Das darfst du dir sagen. So, okay, ich habe jetzt alles erkannt. Vielen Dank. Aber jetzt ist hier dieses Theaterstück beendet. Ich hole mir meine Energie zurück, überall da, wo ich sie verloren habe, und gebe all das ab, was nicht zu mir gehört. Hier kommen wir zur Rekapitulation. Wenn du es schaffst, zu rekapitulieren, aus der Stille heraus, und das möchte ich hier nochmal betonen, ich habe es schon mal erwähnt. Das Wichtige ist, ich will jetzt nicht hier sagen, du musst, das ist ja auch so etwas, was man einfach immer wieder gelernt hat. Ne? Wenn man gelernt hat, unter Druck zu funktionieren, dann benutzt man gerne das Wort du musst. Also, das streichen wir jetzt gleich, sondern wichtig ist jetzt hier, dass du dich mit deinem Energiewesen verbindest, dass du also in die Stille gehst, aus deinem Ego heraustrittst, deinen inneren Dialog abschaltest. Wenn der innere Dialog abgeschalten ist, kannst du rekapitulieren. Dann atme all diese Energie ein, die du zum Beispiel dieser Person, ist ja meistens eine Person und mit einer Situation verbunden. Dann atmest du das alles ein. Alles. Während du den Kopf nach rechts drehst, dann drehst du den Kopf nach links, hältst diesen Atem an. Das ist wichtig, ihn anzuhalten. Während du den Kopf nach links drehst, gehst du mit diesen Fäden, mit diesen energetischen Fäden, mit denen du mit dieser Person und diesem Konflikt verbunden bist, hältst du die, stopp, hältst du den Atem an, gehst mit dem Kopf nach links. Und atmest aus, während du den Kopf wieder nach rechts drehst und wieder in die Mitte zurück. Das Wichtige ist, dass man hier diese Energiefäden durchtrennt. Noch einmal das Ganze. Dieses Mal hältst du den Atem komplett an, auch nochmal beim Zurückgehen. Und hier wird wirklich alles aufgelöst. Fertig. Wichtig ist nochmal, mach es aus der Stille heraus. Wenn du im Kopf bist, wenn du merkst, du bist im Kopf, lass es. Weil dann fängt dein Ego an, dir dauerhaft zu sagen, du musst noch hier rekapitulieren, du musst noch das tun, du musst noch hier noch und du musst da noch. Und dann produzierst du hier ein Suchtverhalten. Und das wird sehr unangenehm. Im Grunde müssen wir ja gar nichts tun. Ja, im Grunde müssen wir gar nichts tun, außer vergeben. Ja, du kannst es auch genauso gut deinem höheren Selbst auf den Tisch legen und sagen, heile das in meinem Geist für mich. Das kannst du auch tun. Wenn du aber spürst, dass du jetzt hier wirklich mal ganz schnell Energie zurückholen solltest, dann kannst du auch wirklich bewusst dir sagen, also nach vorne greifen, so als wenn die Person jetzt vor dir steht, dir die Energie bewusst zurückziehen, einatmen
und ausatmen und alles zurückgeben, was nicht zu dir gehört. Somit befreist du dich eben von Energien, die nicht deine sind. Das ist sehr wichtig zu wissen. Das Zweite, mach magische Bewegungen. Ich habe sie hier als magische Zaubergesten hingeschrieben. Fiel mir gerade gut. Diese magischen Bewegungen sind wirklich gut, weil sie dir Energie geben. Aber wenn du viel Energie verloren hast, dann brauchst du vielleicht eine Stunde sogar, bis du wieder da bist. Ne? Also mit 10 Minuten ist da nichts getan. Ich habe früher schon Situationen gehabt, da musste ich wirklich, da habe ich vielleicht sogar 2 Stunden gemacht. So lange, bis ich gemerkt habe, dass ich wieder richtig übervoll bin. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich ganz bewusst nur rekapituliert habe und Bewegungen, rekapituliert Bewegungen, das den ganzen Tag. Und dann habe ich ja wirklich erlebt, dass mein Energiewesen da war, ne? Dass ich es sehen konnte. Dass ich ausgestiegen bin, in den Wachtraum gegangen bin. Das zeigt ganz klar, dass es auf jeden Fall funktioniert. Aber alles aus der richtigen Haltung heraus. Das bedeutet auch, die magischen Bewegungen nicht einfach so zu machen. Wichtig ist, dass du vielleicht also eine komplette Bewegung oder wenn es eine kurze Bewegung ist, dann die immer und immer wiederholen. So lange, bis du spürst, jetzt kommt Energie. Gut ist zum Beispiel wirklich die Intentionsbewegung, weil sie die Energien unter deinen Füßen aufrührt und überall an diesen Wänden unseres Energiefelds befreit. Wir verlieren eben sowieso schon am Tag sehr viel Energie durch unser tägliches Handeln, durch unsere täglichen Bewegungen. Warum? Weil wir es unbewusst tun. In uns ist nicht gespeichert, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Nein, wir gehen und wir gehen schnell und völlig unbewusst und wir bekommen überhaupt nicht mit, was rechts und links ist. Wir sitzen und der eine Fuß ist schon wieder nach außen gestellt, weil wir in Gedanken schon wieder woanders sind. Das ist das Nächste, was wir lernen dürfen. Uns immer wieder zu sagen, stopp, wenn ich jetzt hier sitze, sitze ich jetzt hier. Und da kann da draußen der Orkan kommen, wenn ich sitze, dann sitze ich. In dem Moment hast du eine bewusste Handlung. Und diese bewusste Handlung bringt dich dazu, eben keine Energie mehr zu verlieren, weil du folgst nicht mehr deinem Ego. Dein Ego hat keine Zeit. Dein Ego muss alles schnell machen. Dein Ego ist immer unter Druck. Dein Ego muss sich immer ganz schnell von A nach B bewegen. Nochmal, das Ego ist ständig im Überlebenskampf. Das hat sonst keine Interesse an irgendwas. Das ist hier immer am Überleben. Dein höchstes Selbst ist einfach in jedem Moment. Und das ist der große Unterschied. Und da kannst du immer sehen und dich auch immer fragen, Moment, stopp, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Bin ich jetzt hier in meinem Ego oder bin ich hier in meinem wahren Wesen? Und das merkst du halt ganz schnell. Es gibt nur diesen Moment. Und in diesem Moment kannst du immer fragen, so, was steht jetzt für mich an? Und dann sei aber auch in diesem Moment und eben nicht mit dem Fuß schon wieder nach außen. Ne? Also wenn ich sitze, dann sitze ich still
und atme. Und der die Ausatmung ist lang, so lang, bis sie unter deinem Bauchnabel, Hara oder Tantien angelangt ist. Frauen können hier auch immer gerne die Hände auf die Gebärmutter so bringen. Also normalerweise formt man ja so eine Schale im Meditieren. Du kannst auch mal die Hände ganz bewusst auf deine Gebärmutter legen und hier in die Verbindung gehen. Lass dir da helfen. Wichtig ist, und das ist im toltekischen Schamanismus das Besondere, das ich lernen durfte gegenüber allen anderen schamanischen Traditionen, ist eben, mach dir alles nutzbar. Alles, was gut ist, alles, was funktioniert, alles, was dir hilft, mach es dir nutzbar. Ja, wenn du siehst, das ist etwas, was mich wirklich weiterbringt, dann benutz es. Wichtig ist, dass du immer flüssig bleibst, ne? Und nicht sagst, ach ja, das bringt mir jetzt hier nichts oder naja, das kommt jetzt nicht daher oder so. Diese Tradition ist offen und das ist super. Ne? Wenn andere Traditionen sind oft noch sehr eingefahren auf ihre alte Kultur, auf das, was sie gelernt haben von ihren Vorfahren. Und sie haben oft nicht das etwas Neues hineingelassen. Und das war ja immer nur wirklich ein Stamm, ne? Und da kam sonst niemand mit rein. Das ist im toltekischen Schamanismus ein bisschen anders. Und das macht ihn für meine Begriffe so interessant. So, also. Nochmal, ich fasse kurz zusammen, weil es wirklich, wirklich wichtig ist. Wenn du spürst, und du spürst es meistens, wenn es schon zu spät ist, wenn du wirklich schon unterm Teppich rumkriechst, merkst du, ey, was geht denn hier eigentlich ab? Wer bin ich denn? Ich kenne mich ja nicht wieder. Dann sei dir bewusst, hier ist dir eine Menge Energie gestohlen worden. Warum? Weil du es zugelassen hast, weil irgendwo ein Leck ist. Also du kannst nicht sagen, der andere hat mir jetzt Energie gestohlen. Nein, du hast es zugelassen. Da ist ein Vertrag, den du hast. Und den darfst du mal gleich auflösen. Du hast da eingewilligt. Das Zweite, wenn da Schuldzuweisungen kommen von außen, dann bist du der, diejenige, die Schuldzuweisungen gibt. Auch da bitte genau hinschauen. Nicht sich dann schuldig fühlen. Das ist nämlich dann schon wieder diese Gratwanderung vom Ego. Sondern verstehen, okay, hier ist was zu lösen. Mehr ist es nicht. Keine Anklagen. Mehr ist es nicht. Alles, was du hier wahrnimmst, ist völlig bedeutungslos. Das ist das Nächste, was du dir sagen kannst. Alles, was ich jetzt hier erfahren habe, völlig bedeutungslos. Heute ist der erste Tag. Ich bin zum ersten Mal hier, weil es gibt ja keine Vergangenheit. Also bin ich heute zum ersten Mal hier. Ja, wenn es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt, ist heute mein erster Tag. Das heißt, nutze ihn bewusst. Und mach ihn neu. Und neu bedeutet Stopp. Ja? Stoppschild aufstellen, sagen Stopp, danke für dieses Theaterstück hier. Ich habe sehr viel gelernt. Ich kann nur applaudieren. Großartiges Publikum, großartige Darsteller, großartiges Bühnenbild. Stopp. Aufstehen und dann geht's los. Energie zurückholen. Ganz wichtig. Wie du das machst, ist mir egal. Hol dir deine Energie zurück. Bewegungen machen, wer die weiß. Ansonsten, was ich jetzt hier noch nicht reingestellt habe, findet ihr überall hier in YouTube. Also es ist kein Thema. Clear Green hat selbst genug wirklich reingestellt.
Dann, was haben wir noch? Ganz, ganz wichtig zu gucken, okay, wo ist mein Leck? Wo habe ich hier ein Energieleck? Was ist das, was ich nach außen spiegel? Schau es dir an. Ja? Schau dir an, was dir die Welt zeigt. Und dann erlöse deine Freunde da draußen, deine Tyrannen. Erlöse sie. Danke, 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 dass ihr mir das gezeigt habt. Danke, danke. Egal, wo du jetzt stehst und wenn du wirklich am Abgrund stehst, wenn wirklich dein Leben gerade voll gegen die Wand fährt, stopp. Es kann dir nichts passieren. Es kann dir nichts passieren. Nichts, null, never. Deinem wahren Wesen kann nichts passieren. Es ist einfach eine Fehlschöpfung, die entstanden ist, weil du hier einen Vertrag hattest. Du hast ja unbewusst einen Vertrag. Du kannst es auch anders sagen. Du hast hier bewusst etwas angepirscht, um etwas zu lernen. Das war jetzt hier eine Herausforderung. Nimm sie an und sage, großartig. Und jetzt pirsche ich anders. Also stell dir hier, wer die Bücher von Carlos Castaneda gelesen hat, stell dir hier jetzt Nahual Huljin vor, der jetzt hier wieder anfängt, in eine andere Rolle zu schlüpfen, also vom alten Mann in den jungen Mann zum Beispiel, und der jetzt hier wieder sein Ungeheuer losschickt oder sonst irgendwas. Also, ihr dürft da wirklich kreativ sein. Ja, also traut euch, egal wie scheiße es jetzt gerade bei euch im Leben ist, ja, wirklich, wenn gerade ihr das Gefühl habt, ey, oida, es geht jetzt hier gar nichts mehr. Genau dann hinstellen, lachen. Das ist wichtig, lachen ist so wichtig. Sagen, ey, danke, danke, ihr wart großartig, ihr da draußen, ihr Darsteller. Ich danke euch von Herzen, aber nee, also weiter machen wir jetzt hier nicht. Wir machen jetzt hier mal ein neues Bühnenstück. Ja. Und dann bleib im Augenblick. Bleib im Augenblick. Es gibt keine Vergangenheit. Vergiss es. Es gibt auch keine Zukunft. Es gibt nur das Hier und Jetzt. Und das kannst du jederzeit, in jedem Moment verändern. Und heute ist dein erster Tag. Alles Liebe.